Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video und heute habe ich wieder ein Gedicht aus meinem lustigen Ordner, ein Gedicht zu einem Geburtstag und es nennt sich das Kräutergedicht. Von wem es kommt, keine Ahnung. Falls der Dichter sich hier unter den Zuschauern findet, kann er sich mal bei mir melden. Okay, 2002 wurde das schon ausgedruckt. Okay. Ich trage es einfach mal vor, also viel Spaß damit. Das Kräutergedicht. Deine Einladung haben wir mit Freude vernommen, gern sind wir zu deinem Feste gekommen. Aus Rache, du wolltest den Tag ignorieren, werden wir dich mit diesem Gedicht schikanieren. Für uns erhob sich die schwere Frage, womit erfreuen wir dich an diesem Tage? Wir hoffen, wir hatten unsere Köpfe voll mit wunderbaren Ideen, aber sie verpufften wie toll. Was kann's nun sein, was dich erfreut, was erinnert dich noch lang an heut? Schließlich wirst du nur heute 70 Jahre alt. Doch nimm's ganz gelassen hin, so ist es halt. Wir kennen das selbst von früher her. Ab 60, da wird's ganz besonders schwer. Da schwindet die Kraft in Augen und Beinen, das Laufen, das Hetzen, es wird zur Pein. Es beginnt das große Zwicken und Zwacken, die Knochen beginnen schon am Morgen zu knacken. Da drückt's im Bauch und auch im Magen. Ja, ab 50, da möchte man am liebsten verzagen. Es reißen die Bänder und wenn es so drückt, da könnte man meinen, man wird verrückt. Aber auf den Wiesen der Schwäbischen Alb wachsen die Kräuter und aus denen gibt's Salb. Und dieses Mittel von Mutter Natur sind besser als die teuerste Kur. Deshalb bekommst du von uns im Sortiment Kräuter und Säfte, die auf der Alb jeder kennt. Da ist zuerst der gute Pfefferminztee. Den nimmst du, tut dir etwas weh. Er labt dir deinen vollen Magen, er hilft auch bei geschwollenen Waden. Es lässt sich trefflich in ihm baden, keine Frage. Pfefferminz hilft bei fast jeder Altersplage. Kamille ist gut und ganz speziell. Das Allheilmittel für alle leichten Fälle. Für außen, für innen, wenn etwas beißt oder kratzt, wenn es brennt, juckt oder wenn gar etwas platzt. Mit der Essenz verschwindet alle Not, die dich im hohen Alter jetzt bedroht. Auch wenn der Haussegen was vorkommen soll, ein bisschen schief hängt, hilft es toll. Nimm drei Tropfen mit 2 Liter Wein und alles renkt sich wieder ein. Fencheltee ist wunderbar gegen allerlei Klagen, lass dir das von uns Experten sagen. Mit Tee für Kreislauf und fürs Herz besiegst du jeden Schmerz. Hast du es wieder einmal auf der Brust, trink Fencheltee, weg ist der Frust. Zu guter Letzt hilft Baldrian-Tee für Nerven und Schlaf. Leicht schläfst du dann ein, ohne zu zählen die Schafe. Ein Bad in Melisse und Rosmarin. Weckt die Vitalkräfte, sind die mal dahin. Kostet dann die Multivitamin-Drinks und leicht erledigst du wieder alles mit links. All diese Kräuter und Säfte helfen, es ist wahr. Wir treffen uns dann wieder hier in einem Jahr. Okay, also man überreicht einen Geschenkekorb mit allerlei Kräutern und Multivitaminsäften und so weiter. Und damit hat man auch ein gutes Geschenk zum Geburtstag. Ja. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, einen netten Kommentar zu hinterlassen und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video, euer Festdichter. Ciao, ciao.